Ja. Vielen Dank für die Einladung nach Regensburg zu dieser schönen Zeit mit Weihnachtsmarkt. Wenn ich mir die Überschriften anschaue, die hier so an die Wand geworfen werden, die sind alle sehr relevant für heute Abend. Geheimnisvolles Universum ist extrem relevant. Darüber werde ich in der Tat reden, über ein geheimnisvolles Universum, ohne Physiker zu sein. Und menschliche Abgründe ist mindestens so relevant. Darum geht es nämlich auch im Kapitalismus, wie man sich denken kann. Also eigentlich hätten wir das auch anderen überlassen können, über das mein Thema heute zu reden. Ich will aber ein bisschen eine provokante Einführung machen und mal die These vertreten, ja, der Kapitalismus ist am Ende. Und warum ist der Kapitalismus am Ende? Nun, man kann sich das einfach machen, man kann sagen, er hat sich zu Tode gesiegt sozusagen. Und als er alle anderen Systeme besiegt hatte, da fiel ihm nichts mehr ein, was er selbst noch tun könnte. Da ist schon was dran, aber man muss dann doch ein bisschen tiefer gehen und fragen, ja, warum ist das eigentlich so? Was ist da eigentlich passiert? Ich meine, wir hatten einen relativ gut funktionierenden Kapitalismus in den 50er und 60er Jahren des vergangenen Jahrhunderts unter einem Währungssystem, das nannte man Bretton Woods, manche können sich vielleicht erinnern, amerikanisch dominiert, aber immerhin ein globales Währungssystem. Und diese zwei Jahrzehnte, das ist eigentlich das Erstaunliche, sind sozusagen der, ja, in den Augen ganz vieler Menschen, alter und junger Menschen, sozusagen der Beweis dafür, dass der Kapitalismus funktionieren kann. Aber das war eigentlich gar kein Kapitalismus, behaupte ich mal. Also die einzigen zwei Jahrzehnte sozusagen, wo der Kapitalismus funktioniert hat, in den letzten 200 Jahren so ungefähr, war gar kein Kapitalismus vielleicht. Das ist ja doch erstaunlich, ne? Man kann es auch sehr schön an zwei Namen festmachen. In Deutschland glauben ja alle Leute ganz fest, dass wer hat das Wunder, das Wirtschaftswunder bewirkt in Deutschland. Das ist ja eindeutig, oder? Auch die jungen Leute kennen den Namen bestimmt noch. Das war Ludwig Erhard. Ludwig Erhard, der CDU-Politiker, hat in den 50er Jahren, Anfang der 50er Jahre, das Wirtschaftswunder gemacht, weil er die entscheidenden Weichenstellungen getroffen hat, dafür, dass Deutschland sich so gut entwickeln konnte. Es ist nur komisch, wenn man sich die Welt anschaut, dann gab es ganz viele Wirtschaftswunder, aber es gab nur einen Ludwig Erhard. Es gab in Japan ein Wirtschaftswunder kurze Zeit später, es gab in Italien ein Wirtschaftswunder, in Frankreich ein Wirtschaftswunder. In den USA gab es auch einen sehr starken Boom jedenfalls. Einzige Land, wo es nicht so gut lief, war England. Aber es gab überall Wirtschaftswunder ohne Ludwig Erhard, ohne dass sie einen Ludwig Erhard hatten. Woran lag das? Ja, da kommt ein ganz erstaunliches Phänomen zutage. Wenn man nämlich genauer hinschaut, dann war es eben kein deutsches Wirtschaftswunder. Wir glauben ja immer so gerne, wir sind was ganz Besonderes. Das ist natürlich so. Aber damals waren wir gar nicht so besonders. Heute sind wir übrigens auch nicht so besonders, aber wir glauben es wieder. Aber damals waren wir gar nicht so besonders, weil andere genauso erfolgreich waren wie wir, mindestens so erfolgreich waren wie wir. Und vielleicht hing das ja an etwas viel Größerem als an der kleinen Idee von Ludwig Erhard, in Deutschland die Preise freizugeben. Das war nämlich seine entscheidende Tat sozusagen. Ich will das nicht kleinreden, aber es war klein im Vergleich zu dem, was es sonst noch gab. Ja, auf der Welt hatten wir ein Währungssystem geschaffen, ein System geschaffen, das verhindert hat, dass der Kapitalismus zwei Jahrzehnte lang schwere Krisen hatte. Zwei Jahrzehnte lang. Das ist danach nie mehr passiert und davor auch nie passiert. Der Kapitalismus kam ja kurz vor dem Zweiten Weltkrieg durch seine schwerste Krise überhaupt. Wir haben jetzt gerade wieder eine so schwere Krise hinter uns gehabt, hinter uns gebracht, 2008, 2009, die fast so schlimm war wie damals. Wir haben ein bisschen besser reagiert. Und was war das, was dann nach dem Zweiten Weltkrieg in die Welt gesetzt wurde? Was war das denn? Hat jemand eine Ahnung? Warum war das System denn so stabil? Und wer stand denn dahinter? Da stand auch ein Name dahinter. Kennt niemand, ne? Wer hat sich dieses System ausgedacht, das zwei Jahrzehnte lang die einzig erfolgreiche Zeit des Kapitalismus war, ohne Kapitalismus zu sein? Kennt man nicht mehr, ne? Der Mann hieß John Maynard Keynes. John Maynard Keynes. Oh, das ist ja der Schreckliche. Das ist doch der Gott sei bei uns, oder? Der immer nur Schulden machen will. Ist es der nicht?
Ja, dieser Mann hat sich dieses System ausgedacht. Das einzige System, wo der Kapitalismus mal krisenfrei 2 Jahrzehnte lang funktioniert hat. Das muss man sich mal vorstellen. Und dieser Mann wurde aber gleichzeitig schon, der wurde schon 52, 53 in Deutschland, wurde er zum Bösen schlechthin erklärt, eine unserer Überschriften hier. Weil der Mann hatte die Idee, dass der Staat vielleicht eingreifen müsste in die Marktwirtschaft. Und das wollten wir doch auf keinen Fall. Wir wollten doch wirklichen Kapitalismus. Wir haben es dann zwar soziale Marktwirtschaft genannt, aber eigentlich wollten wir richtigen Kapitalismus haben. Und da sehen Sie eine fantastische Paradoxie in der Geschichte. Wir glauben, dass das, was da in den ersten 2 Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg geherrscht hat, sei Kapitalismus gewesen. Aber nein, das war ein massiv eingeschränkter Kapitalismus. Es gab keine Freiheit für nichts. Es gab keine Freiheit des Kapitalverkehrs, was wir heute ja so ganz wichtig finden, dass das Kapital über die ganze Welt fließen kann. Ist doch entscheidend, oder? Das konnte es damals überhaupt nicht. Ich sage immer ein schönes Beispiel für die jungen Leute. Die wissen das ja alles nicht mehr. Können sie auch vielleicht nicht wissen, oder? Könnten sie vielleicht schon wissen, aber der Geschichtsunterricht vergisst es vielleicht manchmal. In Deutschland gab es bis zum Jahr 1965, glaube ich, oder 66 wurde das abgeschafft, gab es eine Habenzinsbindung. Die Banken durften die Zinsen gar nicht so setzen, wie sie wollten, sondern die war vom Staat vorgeschrieben. Die Zinsen, wie die Banken für die Einlagen der Bürger nehmen durften, waren vom Staat vorgeschrieben. Schrecklich. Und es gab, was vielleicht noch wichtiger war, es gab Lohnerhöhungen. Es gab jedes Jahr Lohnerhöhungen in dieser Welt nach dem Zweiten Weltkrieg. Und zwar mächtige Lohnerhöhungen, gewaltige Lohnerhöhungen, die ich heute überhaupt nicht mehr vorstellen kann. In den 50er und 60er Jahren sind in jedem Jahr die Löhne um 6-7% real, in Kaufkraft gestiegen. Unglaublich. Heute, oh nein, Löhne dürfen eigentlich gar nicht mehr steigen. Und wenn man dann fragt, ja, warum ist das denn eigentlich so gewesen, dann kommt das Tollste, fast alle Menschen haben eine wunderbare Erklärung dafür. Warum ist das damals so erfolgreich gewesen? Es war natürlich nicht Herr Keynes und es war nicht der geänderte Kapitalismus, sondern was sagt man, was war das eigentlich nach dem Zweiten Weltkrieg? Und dann kommt immer eine wunderbare Formel, die ich ganz besonders liebe, weil ich mich lange mit Entwicklungsländern beschäftigt habe. Ich war ja in Genf zuständig für Entwicklungsländer, bin immer um die Welt geflogen, habe mir die ärmsten Länder der Welt angeschaut. Und wenn man fragt, ja, was war eigentlich der Grund dafür, dass es in 2 Jahrzehnten in Europa so gut lief, dann sagen sie alle, das war Nachholbedarf. Klar. In Afrika haben sie keinen Nachholbedarf. Ja, denken Sie eine Sekunde darüber nach, wie dumm das ist. Fast alle Menschen sagen das dauernd. Ich habe es letzte Woche oder vorletzte Woche wieder auf einer Versammlung, einer ganz, wie kann man das überhaupt vergleichen mit heute? Da hatten wir doch Nachholbedarf. Ach ja, der Bedarf hilft aber überhaupt nicht. Dass jemand Bedarf hat, wozu soll das führen? Heute haben wir auch Bedarf. Wir haben ganz viel Bedarf, wir haben ökologischen Bedarf, wir haben Bedarf, arme Menschen in Wohlstand zu führen, in der ganzen Welt, nicht nur in Afrika, sondern auch bei uns. Und was wird aus diesem Bedarf? Nichts, komischerweise. Und daran sieht man eben, dass es nicht so einfach ist, dass man nicht einfach sagen kann, nicht solche Floskeln einfach nehmen kann und sagen kann, ja, das ist ja ganz einfach zu erklären, das war eine besondere Situation und wir hatten Ludwig Erhard, aber alles gut. Nichts von dem ist wahr, nichts. Es war in der Tat eine besondere Situation, aber sie war ein Kapitalismus eben unter ganz besonderen Bedingungen, die es seitdem nie mehr gegeben hat. Und dann in den 70er Jahren, dann endlich konnte man dieses schreckliche System beseitigen. Wenn Sie das wie ich miterlebt hätten, ich habe da damals gerade studiert, welche Diskussionen es gegeben hat über dieses schreckliche System, was der Welt 2 Jahrzehnte Wohlstand gebracht hat, das hätten Sie nicht geglaubt. Es war der Untergang. Es gab schleichende Inflation in Deutschland. In Deutschland haben die Ökonomen sich auf die schleichende Inflation gestürzt. 3% sind die Preise gestiegen, muss man sich vorstellen, pro Jahr. Das war ganz schlimm. Und dann gab es noch Ölpreisexplosionen. Und dann haben sie gesagt, oh, jetzt ist der Keynesianismus endlich am Ende. Jetzt gibt es Inflation, 6% Inflation. Da war wirklich der Weltuntergang ganz nah. Und dann haben sie dieses System abgeschafft, ja.
Da hat man das einzige erfolgreiche System, was der Kapitalismus in 200 Jahren hervorgebracht hat, ganz schnell abgeschafft. Und wodurch hat man es ersetzt? Nun, durch richtigen Kapitalismus. Ne? Durch richtigen Kapitalismus, weil wir so klug sind, weil wir wussten, wir müssen nur richtigen Kapitalismus machen. Dann läuft es ganz anders, dann läuft es viel besser. Und was ist seitdem passiert? Es ist alles viel, viel schlechter. Seitdem haben wir in der Welt Arbeitslosigkeit. Aber wir wissen ja auch schon wieder, woher die Arbeitslosigkeit kommt. Ist ja auch ein Erbe des Keynesianismus natürlich. Wir haben die Arbeitslosigkeit, weil die Menschen so inflexibel sind, weil man ja eigentlich nur die Löhne viel flexibler machen müsste, damit der Arbeitsmarkt funktionieren kann. Denn der Arbeitsmarkt kann ja nur funktionieren, wenn die Löhne auch nach oben und unten ordentlich atmen können. Ich sage immer, wenn der Arbeitsmarkt so ist wie ein Kartoffelmarkt, ne? Nur dann kann die Wirtschaft ja funktionieren. Und deswegen haben wir das jetzt gerade in Europa mal ausprobiert, ne? In Griechenland zum Beispiel. Da haben wir jetzt mal die Löhne gesenkt, haben wir gesagt, wie flexibel die Marktwirtschaft ist und was da rauskommt, wie wunderbar das geht. Die Löhne um 30% wurden die gesenkt auf Druck des Staates oder der Eurogruppe in Griechenland. Und das Ergebnis, jeder sieht es ja, Vollbeschäftigung, oder? Ja, kann doch nicht anders sein. Wenn die Löhne um 30% sinken, muss doch Arbeit nachgefragt werden wie verrückt, oder? Stimmt aber nicht, komischerweise. Arbeitslosigkeit, extreme Arbeitslosigkeit. Und das ist mein letzter Punkt schon, bevor ich aufhöre. Ich will ja nicht so lang werden hier. Und das ist der Kern der Geschichte, den wir nicht verstanden haben. Und ich sollte vielleicht noch vorweg sagen, wir haben es in der Tat nicht verstanden. Wir haben das System, in dem wir leben, nicht verstanden, behaupte ich mal. Es ist dunkle Materie für uns. Wir wissen nicht, was wir damit anfangen sollen. Denn man muss sich mal vorstellen, das ist auch wieder eine interessante Geschichte aus den Entwicklungsländern. Man hat in den Entwicklungsländern 30 Jahre lang genau diese Rezepte angewandt, die man jetzt in Griechenland angewandt hat. Es war nie erfolgreich, es war immer Katastrophe, aber es hat ja keiner gemerkt, so weit gucken wir ja nicht. Und dann kam eine Krise in Griechenland und dann haben alle gesagt, ja guck mal, jetzt werden die klugen, intelligenten Westler werden doch alles das richtig machen, was richtig zu machen ist. In den Entwicklungsländern, ja da waren sie ja, da wollten sie die Entwicklungsländer niederhalten, die wollten denen ja gar keinen wirtschaftlichen Erfolg gönnen. Jetzt werden sie das richtig machen. Und was haben sie gemacht? Sie haben Katastrophe angerichtet. Ne? Sie haben bei sich selbst vor ihrer eigenen Haustür Katastrophe angerichtet. Und das zeigt eben, dass es nicht eine dunkle Macht ist, die da hintersteht und die das alles lenkt und steuert, sondern dass wir es einfach nicht verstanden haben. Wir haben es nicht verstanden. Wir haben das System, das wirtschaftliche System, in dem wir leben, nicht verstanden. Und zwar im Kern nicht. Und warum haben wir es nicht verstanden? Nun, weil wir das Einzige, was wichtig ist in diesem System, oder das Wichtigste, nicht Einzige, aber das Wichtigste an diesem System, nicht zur Kenntnis nehmen wollen. Was aber ein Herr Keynes und andere Anfang der 50er Jahre verstanden hatten. Das Wichtigste ist nicht, dass der Staat Schulden macht, das ist Quatsch. Der Staat muss auch Schulden machen, das ist richtig, aber nicht immer. Nein, das Wichtigste ist an diesem System, dass die Menschen, jeder einzelne Mensch, beteiligt werden muss am Erfolg dieses Systems. Wenn das System erfolgreich sein soll, müssen sie alle am Erfolg beteiligt werden. Und genau dieses Prinzip haben wir in den 70er Jahren aufgegeben. In den 70er Jahren haben wir gesagt, nein, das wollen wir alles nicht mehr. Wir wollen jetzt flexibel werden. Die Arbeitnehmer müssen gefälligst mal sich anstrengen und müssen, dann kam hinterher Regierung Schröder II, die haben gesagt, jetzt müssen wir mal fördern und fordern, dann müssen die Arbeiter mal noch mal ein bisschen auch in Deutschland den Gürtel enger schnallen und so weiter. Und dabei haben wir das wichtigste Prinzip vergessen, nämlich dass, wenn wir irgendwo etwas produzieren auf dieser Welt, müssen es am Ende immer die Menschen kaufen. Ne? Ist völlig egal, was wir produzieren, aber alles, was produziert wird, muss am Ende von Menschen gekauft werden. Nicht von Millionären und nicht von Unternehmern, sondern von den Menschen, die das auch produziert haben. Wir müssen das Geld geben, mit dem jeder Arbeiter und jeder Rentner und alle, die beteiligt sind, das kaufen können, was wir produzieren. Und das ist das zentrale Prinzip einer funktionierenden Marktwirtschaft. Das hat der Kapitalismus beiseite geschoben. Und deswegen scheitert der Kapitalismus gerade an sich selbst. Denn was passiert jetzt auf der Welt? Warum haben wir nirgendwo eine funktionierende Arbeitsmärkte, nicht eine schnelle Bewegung hin wieder zur Vollbeschäftigung? Warum hängt Europa in den Silos und kommt keinen Schritt weiter?
Nur weil wir dieses Prinzip durchbrochen haben, weil wir nicht begriffen haben, dass die Menschen beteiligt werden müssen. Sondern wir immer weiter weggehen von dieser Idee und immer weiter hin zu der Idee, dass wenn die Unternehmer genug Gewinne machen, dann wird es am Ende schon gut werden. Wir haben sogar es so weit getrieben in den 70er Jahren, dass wir gesagt haben, nein, wir wollen nicht mehr die Menschen beteiligen, sondern wir geben den Unternehmen ganz viel Geld von vornherein. Der Staat senkt die Steuern für die Unternehmen und die Gewerkschaften erhöhen die Löhne nicht mehr, damit die Unternehmen ganz viel Geld haben. Und wenn sie ganz viel Geld haben, dann werden sie investieren wie verrückt. Und was haben sie getan? Nichts. Regierung Schröder noch in Deutschland hat die Steuern auf Unternehmen, das vergisst man ja auch alles, kein Mensch weiß das mehr. Die Steuern der Unternehmen wurden von der Regierung Schröder in den Jahren 2002, 2003 halbiert, auf die Hälfte gesenkt. Und alle waren ganz sicher, dass wenn man einmal diese gewaltige Bürde der Steuern, die auf den Unternehmen gelastet hat wie ein Felsbrocken, ne? Wenn man die wegnimmt, dann werden diese Unternehmen investieren, auf Teufel komm raus und werden Deutschland zu neuer Blüte führen. Was ist passiert? Die Unternehmen investieren weniger denn je. Auch in anderen Ländern hat man die Steuern gesenkt. Überall hat man die Steuern gesenkt in der Hoffnung, dass dann, wenn man den Unternehmen Geld in die Tasche steckt, das System funktioniert. Aber so funktioniert das System gerade nicht. Die Unternehmer dürfen schon was verdienen in einer Marktwirtschaft oder im Kapitalismus, aber sie müssen es verdienen. Verdienen kommt von verdienen, nämlich sie müssen erst dafür arbeiten, sie müssen investieren, damit sie etwas bekommen können und nicht, weil ihnen der Staat oder die Gewerkschaften schon von vornherein etwas in die Tasche stecken. Und das ist der entscheidende Fehler, den wir gemacht haben. Und deswegen haben wir eine Krise nach der anderen, deswegen kommen wir aus dieser Krise gar nicht mehr raus. Wir kommen übrigens aus dieser Krise so wenig raus, wie man 1930 aus der großen Depression herausgekommen ist. Man muss sich mal überlegen, durch welche Mechanismen die Welt aus der großen Krise der 30er Jahre herausgekommen ist. Nicht, weil irgendwo kluge Wirtschaftspolitik gemacht wird, doch in einem einzigen Land. Nein, weil es einen Krieg gegeben hat. Weil es einen Krieg gegeben hat, der natürlich dazu führte, dass unendlich viel Geld rausgeschmissen wurde für nichts, für Unsinn, für Tod und Verderben. Aber es gab auf der ganzen Welt gab es nur einen einzigen Politiker, der verstanden hat, dass man es anders machen müsste, der zwar auch Krieg geführt hat, aber der wusste, dass man es anders machen müsste und sich durchgesetzt hat am Ende und dann sogar noch die Weichen gestellt hat für dieses einmalige System, das der Welt zwei Jahrzehnte Aufschwung gebracht hat. Dieser Politiker hieß Roosevelt, der amerikanische Präsident. Und es ist unglaublich interessant für diejenigen, die Geschichte studieren oder sich für Geschichte interessieren, einfach nachzulesen, gegen welche Widerstände der ganzen Welt und seiner eigenen Leute, der eigenen Unternehmen, der gesamten Interessengruppen, aller Interessengruppen in den USA sich Roosevelt durchsetzen musste, um dieses einmalige Experiment möglich zu machen, dass die Welt ein geordnetes und vernünftiges und einen vernünftigen Kapitalismus hatte für zwei Jahrzehnte. Das ist unglaublich. Und jetzt müssen Sie nur noch darüber nachdenken, wer der nächste Roosevelt sein soll. Ob es irgendeinen gibt, ob man die Chance hat, einen zu erzeugen oder wo er herkommen soll. Für die jungen Leute ist das die entscheidende Frage. Wir stehen an einem wirklich kritischen Punkt. Wenn wir jetzt nicht bald kapieren, was falsch läuft, dann sind wir nicht nur in einer Stagnation, sondern sind wir in einem weltweiten Kampf um Wohlstand, der nur böse enden kann. Weil wir nicht begreifen, dass man Kooperation braucht, Kooperation und Partizipation der Menschen, damit es funktionieren kann. Vielen Dank. Ja, Herr Flassbeck, ganz herzlichen Dank für den Vortrag. Für Sie kurze Informationen, wie wir den Abend gestalten würden. Wir würden vielleicht jetzt ein bisschen Fragen vertiefen noch zur Thematik. Und wir haben dann aber einen Slot vorgesehen, wo Sie alle viel Zeit haben, dann auch selber Fragen zu stellen. Sie können die also jetzt auch gern schon mal vorbereiten und sich dann nachher melden. Ja, Herr Flassbeck, vielleicht die erste Frage von meiner Seite. Sie haben gesagt, so ein Grundproblem ist, dass wir das wirtschaftliche System nicht verstanden haben. Deswegen vielleicht mal ganz zurück zu den Basics. Ja. Können Sie einfach mal erklären, wie Kapitalismus definiert ist? Ja? Also jeder hat ein intuitives Verständnis für Kapitalismus. Genauso viel Zeit, was es wirklich ist, weiß dann vielleicht doch der eine oder andere nicht. Da
Ach, jetzt geht's, ja. Die besten Definitionen sind immer die, die sagen, Kapitalismus ist, was Kapitalismus tut. Ne? Was tut der Kapitalismus nun? Was Kapitalismus ist, eben schwer zu sagen, weil es den Kapitalismus nicht gibt. Es gibt eben ganz viele verschiedene Ausformungen von Kapitalismus. Das wollte ich ja mit meiner Eingangsbemerkung zeigen. Jeder würde sagen, oder jeder normale Historiker würde sagen, was ja klar, was wir nach dem Zweiten Weltkrieg hatten, war auch Kapitalismus. Aber es war eben ein vollkommen anderer Kapitalismus. Es war in der Tat, soziale Marktwirtschaft war kein schlechter Ausdruck dafür. Und das Soziale zeigte sich eben nicht daran, dass der Staat besonders viele Wohltaten verteilt hat. Das ist einfach nicht wahr. Sondern das Soziale zeigte sich daran, dass es absolut selbstverständlich war, dass die Menschen beteiligt waren am Ergebnis dessen, was da produziert wurde. Absolut selbstverständlich. Auf der ganzen Welt. Das ist das Irre. Und das ist eben der Grundgedanke dessen, was Keynes entwickelt hat, dass man diese Partizipation braucht, dass man Lohnerhöhungen braucht, die den Menschen ermöglichen, das zu kaufen, was sie selbst produziert haben. Und das wurde dann brutal, brutal weggewischt, als zum ersten Mal Arbeitslosigkeit entstanden ist. Also der Kapitalismus als solcher ist, um das auch noch zu sagen, ist die Idee, dass wenn man alles flexibel lässt, wenn man den Markt alles überlässt, wenn der Staat sich weitgehend zurückzieht und sozusagen den Markt alle Systeme regeln lässt, dass dann diese Wirtschaft funktioniert, dass dann Kapital gebildet wird, weil der Unternehmer ein Interesse daran hat, über Investitionen Kapital zu bilden. Aber das stimmt ebenso nicht, weil das System alleingelassen kann auch stehen bleiben. Ne? Wir haben jetzt einen Kapitalismus in Japan, der auch wieder eine besondere Art von Kapitalismus, aber der steht schon 25 Jahre praktisch. In Europa stehen wir jetzt 50 Jahre still und vielleicht stehen wir noch 15 Jahre still, wenn wir es nicht begreifen. Ich würde gleich anschließen, nochmal mit einer Frage zu den Basics. Sie beziehen sich sehr stark auf einen Referenzautor, den Sie auch schon genannt haben, John Maynard Keynes, und sagen, er wäre der Einzige, der das System verstanden hätte. Und da wäre meine Frage an Sie. Zunächst die erste Frage, was zeichnet Keynes und die Ansätze, die sich dann in der Folge auf ihn basierend entwickelt haben, was zeichnet die aus? Was ist das Besondere an diesen Ansätzen? Und vielleicht dann auch gleich dazu, was sind die Antipoden von Keynes? Das sind, wie ich annehme, die Wirtschaftswissenschaftler, die man unter dem Stichwort Neoliberalismus zusammenfasst. Und das wäre dann auch so das weitere Stichwort unseres Abends. Also dass Sie nochmal versuchen, diese beiden Pole, Keynesianismus und Neoliberalismus, darzustellen. Naja, ich fange vielleicht mit dem anderen an, dann wird es einfacher. Der große Antipode lange Zeit war Milton Friedman. Also ein Neoklassiker, also jemand, der auf den Markt vertraut, hundertprozentig, aber auch gleichzeitig Monetarist war, also auch noch daran glaubt, dass man die Preise oder die Inflationsrate in einer Volkswirtschaft leicht über eine Geldmengensteuerung, also über die Steuerung der Geldmenge durch die Zentralbank verwirklichen kann. Was auch überhaupt nicht stimmt, was heute auch in keiner großen Zentralbank der Welt mehr ernst genommen wird. Aber das waren so die Ideen. Man muss den Staat aus allem herausdrängen. Ne? Ich will es nochmal an einem Beispiel sagen. Die drei Grundideen von Milton Friedman waren, der Staat kann aus der Zinssteuerung, aus der Kapitalmarktsteuerung vollkommen rausgehalten werden, weil man sozusagen die Geldversorgung einer objektiven Regel folgen lässt. Es müssen nur Technokraten in der Zentralbank da sein, die das System im Prinzip verstehen, die extrapolieren, was passiert, und dann geben die eine Geldmenge vor und entsprechend dieser Geldmenge wird das System wunderbar stabil laufen. Wie gesagt, eine vollkommen irrsinnige Idee, an die heute niemand mehr glaubt, außer ein paar versprengten Professoren noch, aber vielleicht in Regensburg, weiß ich nicht, ist man wahrscheinlich aufgeklärt. Regensburg ist man sicher aufgeklärter. Aber ansonsten glaubt niemand mehr daran. Die zweite Idee war, man muss die Währungsrelationen in der Welt, das ist ja auch ganz wichtig, sehr wichtig sogar, viel wichtiger als die meisten denken. Die Währungsrelationen kann man auch einfach dem Markt überlassen. Ne? Man lässt die Wechselkurse fluktuieren, Währungen werden frei gehandelt und dann ist alles gut. Dann sind die Volkswirtschaften vollkommen autonom und die Währungen gehen natürlich immer in die richtige Richtung, die Währungsrelationen. Auch das ist vollkommener Unsinn gewesen, grandioser Unsinn. Wir wissen heute, dass die Währungsrelationen sich über viele, viele Jahre vollkommen in die falsche Richtung entwickeln, weil spekuliert wird mit Währungen. Man kann sich viele Beispiele ansehen, dass
dramatischste Beispiel der letzten Jahre ist Brasilien, wo eine Bewährung dramatisch überbewertet wurde, jetzt wird sie dramatisch unterbewertet. Alles ohne Sinn und Verstand, nur weil irgendwelche kurzfristigen Spekulationen da geführt werden. Und das dritte Beispiel war, dass der Herr Friedman auch, um den Staat zurückzudrängen, sagte, ja, aber die Menschen haben einfach, man braucht da auch nicht mit der Nachfrage oder sowas steuernd einzugreifen, weil die Menschen haben ja ziemlich sichere Erwartungen. Sie wissen sozusagen, was sie verdienen werden in 10 Jahren und auf der Grundlage dessen, dass sie wissen, was ihr permanentes Einkommen ist, werden sie einfach immer stabil konsumieren. Man braucht sich darüber keine Gedanken machen. Auch grandioser Unsinn. Ne? In Deutschland kann man das verfolgen, in diesem Jahr gerade wieder. Die Menschen konsumieren immer genauso viel mehr oder weniger, wie ihr Realeinkommen sich verändert. In Deutschland haben wir in diesem Jahr ein bisschen mehr Realeinkommen und schon steigt der Konsum ein bisschen. Die Jahre vorher, 15 Jahre lang, ist der deutsche Konsum überhaupt nicht gestiegen, weil das Realeinkommen nicht gestiegen ist. Also das lässt sich ganz genau verfolgen. Aber es hat eben nichts mit irgendeiner Stabilität oder Zukunft oder so zu tun, sondern es ist rein Folge zufälliger oder sonstiger wirtschaftlicher Entwicklung, wie in diesem Jahr der Fall der Ölpreise war entscheidend für das Realeinkommen. Der Keynesianismus, und der große Unterschied ist, dass der Keynesianismus sagt, diese Mechanismen gibt es alles nicht, sondern was es gibt, ist eine gewisse Dynamik des Systems und diese Dynamik des Systems müssen wir aber steuern, weil das System sich selbst auch destabilisieren kann, fundamental destabilisieren kann. Ich will das auch mal ein Beispiel sagen. Wir hatten jetzt in der großen Finanzkrise 2008, 2009 ist plötzlich die Arbeitslosigkeit in der Welt hochgeschossen. Was war passiert? Nun, jeder vernünftige Mensch weiß es, wir hatten Finanzkrise, die Banken haben sich verzockt, die haben riesige Wetten abgeschlossen, die alle plötzlich in die Hose gegangen sind, weil die Preise sich anders entwickelt haben, als sie erwartet hatten. Und daraufhin haben die Banken Kredite gekündigt, die Menschen sind unsicher geworden, haben weniger nachgefragt und ist Arbeitslosigkeit schon. Jeder normale Mensch weiß das. Nur ein normaler Ökonom kann das nicht wissen. Sondern er weiß natürlich, dass der Arbeitsmarkt funktioniert wie ein Kartoffelmarkt. Und deswegen müssen eigentlich 2008, 2009 die Löhne besonders stark gestiegen sein. Nur ist es nur nicht so. Die Löhne sind nicht gestiegen in 2008, 2009, sondern wir hatten die niedrigste Lohnquote in der ganzen industrialisierten Welt, jedenfalls seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges. Und diese niedrigste Lohnquote, trotz dieser niedrigen Lohnquote, ist die Arbeitslosigkeit so stark gestiegen wie nie zuvor seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges. Das ist ein Fall, der in einer klassischen Ökonomie überhaupt nicht vorkommen kann. Das ist unmöglich, weil es ist ja ein Markt und der Markt kann ja so etwas nicht hervorbringen. Wenn die Löhne niedrig sind, kann nicht plötzlich ein Überschuss, sozusagen ein Angebotsüberschuss da sein. Ja, und das ist das, was Herr Keynes aufgebrochen hat, gesagt, es ist eben nicht einfach ein Arbeitsmarkt da, der sozusagen isoliert funktioniert vom Rest der Wirtschaft, sondern er hängt davon ab, was im Rest der Wirtschaft passiert. Und wenn eine Finanzkrise dazu führen kann, dass Arbeitslosigkeit entsteht, dann kann natürlich auch, wenn hohe Arbeitslosigkeit da ist, der Staat mit zusätzlicher Nachfrage zum Beispiel, dafür sorgen, dass Arbeitslosigkeit verschwindet. Man kann es auf ganz anderen Wege beeinflussen, als sich das ein normaler neoklassischer Ökonom überhaupt vorstellen kann. Und das ist, glaube ich, die entscheidende, ganz einfache Grundidee, dass die Dinge anders zusammenhängen, dass es eine andere Dynamik des Systems gibt, die eben nicht sozusagen immer darauf hinausläuft, dass irgendwo ein Preis schwankt und dann die Quantitäten an diesem Markt sich entsprechend dieser Preisschwankungen verändern, vor allem am Arbeitsmarkt. Das ist einfach grundfalsch. Wir haben gesehen, wenn ich das nur anfügen darf, in Griechenland haben wir die Löhne gesenkt, ich habe es ja vorhin gesagt, um 30%. Was ist passiert? Arbeitslosigkeit. Ja, warum ist die Arbeitslosigkeit gestiegen? Ja, weil die Menschen im gleichen Augenblick, wenn bei ihnen übermorgen die Einkommen um 30% fallen, was tun sie? Sie kaufen einen Tag später auch 30% weniger ein, weil sie haben ja gar keine andere Wahl. Was sollen sie denn tun? Wenn sie 30% weniger Einkommen dann einkaufen, dann sinkt die Produktion um 30%. Dann sind zwar die Löhne um 30% gesunken, aber die Produktion auch. Dann wird ja kein Unternehmer mehr Arbeitskräfte einstellen, sondern wird Arbeitskräfte entlassen, weil er weniger Produktion hat. Das darf nicht passieren. In einer neoklassischen, neoliberalen Vorstellungswelt kann es das nicht geben. Jeder vernünftige Mensch weiß aber, dass es passiert. Man muss nur Griechenland anschauen, Spanien, Portugal. Dann sieht man, es ist gerade vor unserer Haustür passiert. Aber es wird doch trotzdem von den Mainstream-Ökonomen nicht zur Kenntnis genommen, weil es ihr Weltbild ins Schwanken bringt. Und das sind die entscheidenden Unterschiede. Was würden Sie denn sagen, was sind die Gründe dafür, dass es nicht zur Kenntnis genommen wird? Und was sind die Gründe dafür? Also was sind die Gründe dafür, dass Neoliberalismus jetzt so auf dem Vormarsch ist? Oder? Ja, weil es gibt natürlich, man kann jetzt einerseits sagen, es sind Interessen. Ne? Es sind natürlich Interessen geleitet. Die Unternehmer denken alle neoliberal oder neoklassisch. Die denken alle mikroökonomisch. Und deswegen ist dieses Denken
so auf dem Vormarsch. Ich glaube, das reicht nicht als Erklärung aus. Ich denke, es ist noch etwas ganz anderes. Der Unterschied, wie ich ihn gerade genannt habe, den kann man auch anders fassen, wenn ich etwas abstrakter sage. Dann ist der Unterschied zwischen Keynesianismus und Neoklassik, liegt vor allem daran, dass der Keynesianismus auch eine gesamtwirtschaftliche Sichtweise einnimmt. Ne? Man betrachtet die Dinge im gesamtwirtschaftlichen Zusammenhang. Das heißt, man sagt zum Beispiel auch nicht, Sparen ist gut und Schulden sind schlecht, einfach so getrennt voneinander, weil man weiß, dass Sparen und Schulden ganz eng miteinander zusammenhängen. Also kann man gar nicht das eine verurteilen, das andere für gut finden, ohne zu sagen, ja, was ist der Zusammenhang zwischen den beiden. Auch das gibt es in der Neoklassik nicht, weil da kann man sparen, auf Teufel komm raus und immer kommt am Ende genauso viele Investitionen heraus, wie gespart wird. Was in meinen Augen auch vollkommener Unsinn ist, denn wir sehen ja gerade, dass es nicht funktioniert. Es wird unendlich viel gespart auf der Welt. Deswegen ist der Zins null, aber selbst bei Zins null wird nicht genügend investiert. Also ist gerade dieses gesamte System durch den Zins null, ist wirklich das gesamte System total in Frage gestellt. Aber das wird wieder nicht zur Kenntnis genommen. Aber da ist der entscheidende Unterschied. Und warum ist es so schwer, jetzt so ein gesamtwirtschaftliches Denken in die Menschen oder breiter zu streuen? Ich glaube, das liegt einfach daran, dass wir sind ja alle als Mikroökonomen aufgewachsen. Wir sind alle erzogen worden, oder unser ganzes Denken ist geprägt von Mikroökonomie. Ne? Sparen ist gut, klar. Schulden sind schlecht. Wo kriegt man denn erklärt, auf welcher Stufe unseres Bildungssystems kriegt man denn erklärt, dass es Sparen ohne Schulden weder gibt, noch Schulden ohne Sparen, dass das eng zusammenhängt, dass man das gar nicht trennen kann? Wo kriegt man das erklärt? Nirgendwo. Und ich fürchte mich auch davor, wenn jetzt darüber geredet wird, wir wollen in Schulen Ökonomie unterrichten. Das wird ganz schrecklich, weil es wird dieses wahrscheinlich wieder nicht erklärt, sondern es wird dann wieder Mikroökonomie gemacht bis zum Gehtnichtmehr, weil die Unternehmerverbände schon bereitstehen, die Materialien für die Schulen zu liefern, damit endlich ordentliche Ökonomie gelehrt werden kann. Dann geht es wieder in die Hose. Aber wir sind alle mit diesem Mikrodenken aufgewachsen. Ne? Nehmen Sie mal, das eklatanteste Fall ist diese Kapitaldeckung in der Rentenversicherung. In Deutschland wurde Riester-Rente eingeführt, auch unter Rot-Grün. Kapitaldeckung, das klingt ja unglaublich einleuchtend. Hm? Ist doch schön, wenn die jungen Leute jetzt sparen, jetzt mehr sparen als vorher, dann haben sie in 30 Jahren etwas, womit sie ihre Rente finanzieren können. Weil dann haben sie Zinsen und dann kriegen sie ihre Tilgung, dann kriegen sie ihr Geld zurück. Nur von wem? Wer hat denn das Geld? Wer hat denn die Ersparnisse? Irgendeiner muss sie doch genommen haben. Die liegen ja nicht auf der Bank. Wer hat sie denn genommen? Ja, und das kann man leicht nachlesen. Das kann man empirisch unmittelbar aus Statistiken der Deutschen Bundesbank nachlesen. Wo ist das ganze Geld? Ja, per Saldo sind alle deutschen Ersparnisse im Ausland. Was machen die da? Ja, die haben die Ausländer benutzt. Die haben unsere Ersparnisse benutzt, um deutsche Autos zu kaufen. Ne? Regensburg gibt es auch was hier, BMW. Oder? Ja. Die haben deutsche Autos damit gekauft. Wie können die aber, wenn die deutsche Autos mit dem Geld, mit unseren Ersparnissen gekauft haben, in 30 Jahren unsere Rente bezahlen? Denn die Autos werfen ja keine Rendite ab, oder? Das sind so einfache Fragen. Die müsste man jeden Tag stellen in Deutschland. Um es nochmal anders zu sagen, in Deutschland versuchen wir, die deutsche Volkswirtschaft versucht jedes Jahr über 250 Milliarden zurzeit neu zu sparen. Neu, zusätzlich zu allen Ersparnissen, die es schon gibt, sollen 250 Milliarden neu gespart werden. Neu. Aber damit 250 Milliarden neu gespart werden können, das ist wieder gesamtwirtschaftlich keynesianisches Denken, müssen irgendwo auf der Welt 250 Milliarden neue Schulden gemacht werden. Neue Schulden. Aber wir sind doch ganz schuldenfrei, ne? Ja, die Ausländer müssen die Schulden machen. Das ist die deutsche Logik. Die Ausländer müssen jedes Jahr 250 Milliarden neue Schulden zu all den Schulden, die sie schon haben, machen. Und dann wird alles gut. Und jetzt kommt das Allertollste. Dann sagen wir aber den Ausländern noch, die Ausländer sind schuld. Ne? Der Schuldner ist immer schuld. Die Ausländer sind schuld an allem Bösen in dieser Welt. Obwohl die es ja sind, die uns erst erlauben zu ersparen. Ne? Und dann kommt das Allertollste. Und das ist übrigens ein klassisches Problem von Herrn Keynes. Von Herrn Keynes, sage ich mal, aus den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts. Damit man sieht, wie absurd dieses Denken ist, wenn wir nicht solche gesamtwirtschaftlichen Dimensionen dazu nehmen. Da kommt das Tollste und sagen die Deutschen, aber die Ausländer sollen jetzt alle so werden wie wir. Sie müssen jetzt alle ihre Wettbewerbsfähigkeit verbessern, was schon mal Quatsch ist. Alle können, die Welt verbessert ihre Wettbewerbsfähigkeit. Gegen wen? Nicht so einfach.
Man könnte auch sagen, ich sage immer, wenn Frau Merkel mal sagen würde, am nächsten Samstag gewinnen wir alle im Fußball. Da würde jeder sagen, jetzt ist irgendwie ihre Zeit abgelaufen. Aber wenn sie sagt, alle müssen wettbewerbsfähiger werden, sagen alle, jawohl, ja, das ist vollkommen richtig, das muss so sein. Ja, ist das genau das gleiche Problem. Alle können nicht wettbewerbsfähiger werden, immer nur einer. Einer kann immer nur gewinnen. Können nicht mal, in Ökonomie kann man nicht mal unentschieden spielen. Und wenn dann, sagen wir, alle müssen wettbewerbsfähiger werden, alle müssen jetzt so werden wie Deutschland, und die müssen ihre Schulden zurückzahlen. Klar. Nur wenn Deutschland jedes Jahr 250 neue Milliarden spart, jedes Jahr, nächstes Jahr wieder, und die anderen zahlen noch ihre Schulden zurück, dann sind es ja mehr als 250 Milliarden. Dann fragt man sich, wer verschuldet sich dann? Eine furchtbar einfache Frage. Ja, wer soll sich dann verschulden? Darauf gibt es keine Antwort. Weil wir einfach nicht drüber nachdenken. Ja, es kann sich dann nur in Deutschland jemand verschulden. Irgendjemand muss sich dann in Deutschland verschulden, sonst gibt es die 250 Milliarden deutsche Ersparnisse nicht. Das ist furchtbar einfach, super simple Logik. Ne? Übrigens auch so ein Fall, den man jahrzehntelang hat mit Entwicklungsländern erklärt. Ihr müsst immer Kapital reinholen, ihr müsst euch verschulden. Und dann irgendwann war Schluss und dann hat man gesagt, naja, jetzt seid ihr böse und dumm und habt der Krise und jetzt müssen wir euch entschulden. Und dann hat man ihnen den Internationalen Währungsfonds geschickt, der ihnen dann gesagt hat, was sie zu tun haben, zu lassen haben, wie in Griechenland. Ja, und sehen Sie, das ist so ein klassisches Beispiel. Es ist, wir verlangen von unseren Schuldnern etwas Unmögliches, solange wir uns nicht ändern. Deswegen heißt mein letztes Buch, nur Deutschland kann den Euro retten, weil nur Deutschland muss sich ändern, damit die anderen das tun können, was Deutschland von ihnen verlangt. Aber Deutschland ist ja überhaupt nicht bereit dazu. Deswegen verlangen wir von anderen Ländern wirklich etwas absolut Unmögliches. Aber wenn man etwas Unmögliches verlangt, was kommt dann raus? Ne? Entschuldigung, ich rede zu lang. Ich würde gerne noch einen Punkt ansprechen, der in Ihrem Impulsreferat auch sehr zentral war, wo Sie sagten, der entscheidende Schlüssel zum Erfolg des Systems liegt darin, dass alle an diesem Erfolg beteiligt sein müssen. Das ist also so der Gedanke der Partizipation. Das ist ja letztlich auch ein politischer Gedanke oder fast könnte man sagen, ein ethischer Gedanke. Hätte ich eine zweifache Frage. Zum einen, führen Sie mit diesem politischen Gedanken nicht etwas Fremdes dann in das saubere Funktionieren der wirtschaftswissenschaftlichen Abläufe ein, was in diese Theorie gar nicht reingehört? Also das wäre eher sowas, was man mir als Theologen zutrauen würde, dass ich da so einen ethischen Impuls reinholen möchte, wie das ja auch zum Beispiel in der kirchlichen Entwicklungspolitik ja auch immer vertreten wird. Aber für einen Wirtschaftswissenschaftler würde ich doch sagen, es gehört sich nicht, da sowas reinzutun. Das ist das eine. Das zweite, Sie sagen, Partizipation ist der Schlüssel. Gleichzeitig sagen Sie aber auch in einem Ihrer Werke, die Umverteilung von unten nach oben muss aufhören. Wie geht es zusammen? Das ist das Gleiche, oder? Partizipation heißt ja, wir müssen die Umverteilung beenden. Man muss sich das so vorstellen. Diese Wirtschaft produziert etwas, ne? Eine bestimmte Menge an Gütern. Nehmen wir mal die Welt. Ne? Für die Welt ist leichter vorzustellen, weil sonst gibt es immer so Auswege, die es für die Welt aber nicht gibt. Warum ist für die Welt leichter vorzustellen? Weil die Welt ist eine geschlossene Volkswirtschaft. Ne? Die Welt hat keinen Export und keinen Import, das ist ganz wichtig. In der Welt kann man nur konsumieren oder investieren. Also alles, was produziert wird, muss ja irgendwie abgesetzt werden. Ob das ökologisch wertvoll und vernünftig ist, eine andere Frage, können wir nachher gerne diskutieren. Aber egal, was produziert wird, es muss abgesetzt werden, denn sonst wird es nicht produziert oder es führt zu geringerer Produktion in der nächsten Periode. Also wenn ich etwas produziere, muss ich auch dafür sorgen, dass es abgesetzt wird. Aber was ist die Voraussetzung dafür, dass es auf der ganzen Welt jetzt zunächst mal abgesetzt werden kann? Nun, ist genau, dass die Menschen das Einkommen haben, mit dem sie das kaufen, was da zusätzlich produziert wird. Ich sage es nochmal am Beispiel des technischen Fortschritts. Jeder sagt ja, oh, jetzt kommt Industrie 4.0 und das wird ganz schlimm mit der Digitalisierung. Dann steigt die Produktivität. Dann steigt die Produktivität, man braucht weniger Arbeitskräfte. Ja, das stimmt aber nur genau dann, wenn man den Arbeitskräften nicht das Geld gibt, entsprechend der Produktivität, sodass sie Güter kaufen können, die wiederum ausgleichen, was an mehr Produktion möglich ist. Dann steigt die Arbeitslosigkeit überhaupt nicht. Aber das wird mal wieder leicht vergessen. Ne?
Aber das entscheidende Voraussetzung für das Funktionieren des Systems ist tatsächlich genau das. Egal, ob es der Markt zustande bringt oder nicht, ist vollkommen wurscht. Der Markt bringt es in der Regel nicht zustande. Dass die Menschen das kaufen können, was sie selbst produzieren. Der berühmte Henry Ford hat das einmal richtig gesagt, aber nur in einer hellen Sekunde. Ich will Henry Ford nicht loben. Er hat gesagt, Autos kaufen keine Autos, aber das war dann auch die helle Sekunde schon vorbei bei ihm. Ja, das ist, ich habe das früher immer etwas leichtfertiger gesagt, aber dann hat mir mein Historiker erklärt, was für ein schlimmer Bursche das eigentlich war. Also sage ich das jetzt immer so. Und das ist in der Tat richtig. Die Produktion, die wir produzieren, müssen wir selbst kaufen, wir müssen uns selbst in die Lage versetzen. Aber das produziert das System genau dann nicht, wenn wir zum Beispiel hohe Arbeitslosigkeit haben. Weil Arbeitslosigkeit drückt, ich habe es vorhin erklärt, auf die Löhne. Die Arbeitslosigkeit, die ohne Lohnerhöhung entstanden ist in 2008, 2009, drückt auf die Löhne und verhindert damit, dass wir das kaufen, was wir produzieren, obwohl die Lohnempfänger gar nichts falsch gemacht haben. Und da gibt es dann nur eine Institution, die eingreifen kann, die sagen kann, oh, da läuft etwas fundamental falsch, da destabilisiert sich sozusagen das System selbst. Und das kann nur der Staat sein. Und deswegen ist Partizipation, ja, kann man als Theologe auch einbringen, aber ich bringe das als Ökonom an. Ich sage, ist ja noch viel besser, wenn man das, oder? Naja. Ist Ansichtssache. Aber vielleicht ist das Argument ja noch stärker, wenn man sagen kann, auch ökonomisch ist es vollkommen richtig, dass die Menschen partizipieren müssen. Ne? Nicht nur aus Gerechtigkeits- oder moralischen Gründen ist es gerechtfertigt, sondern ökonomisch ist absolut notwendig, dass die Menschen in vollem Maße partizipieren. Und wenn sie in den letzten 30 Jahren in vollem Maße partizipiert hätten, dann hätten wir viel weniger Ungleichheit, als wir haben. Nun ist die Frage, wie man das wieder zurückbiegen kann. Natürlich kann dann auch der Staat was machen. Aber zunächst mal das Wichtigste, was wir begreifen müssen, ist dieser Prozess. Und das heißt, wir müssen wieder Lohnerhöhungen bekommen, bei denen voll ausgezahlt wird, sozusagen, was an Produktivität geschaffen wird von Kapital und Arbeit an Arbeit und Kapital gleichermaßen. Ich will ja das Kapital gar nicht kaputt machen, aber es muss gleich verteilt werden. Und das ist das Minimum dessen, was wir brauchen, ist diese Gleichverteilung. Und dann kann darüber hinaus der Staat noch sehr viel Umverteilung auch machen, ohne dass es das System irgendwo stört oder kaputt macht. Also das ist ökonomisch absolut notwendig, aber eben nicht durch den Markt. Ne? Da müssen wir begreifen, das System funktioniert anders, als man sich das so naiverweise vorstellt. Ja, vielleicht ist das ein guter Zeitpunkt, um mal, ich habe jetzt ein anderes wieder, um mal zu schauen, gibt es bei Ihnen Fragen? Hier auch eine ganz herzliche Einladung, wenn es Kritik gibt an der geäußerten Meinung, können Sie die auch gern kundtun. Hat jemand das Mikrofon? Nein. Es gibt keins mehr. Können wir da eins abgeben? Super. Ja. Genau, also da hinten war, glaube ich, die allererste Frage, da hinten rechts. Also noch bitte die Aufforderung, die Fragen immer kurz halten, wenn es ging, so auf die Essenz konzentrieren. Erstmal danke für den Vortrag, war schon mal sehr informativ. Ich habe zwei Fragen, die miteinander verknüpft sind. Zum einen, Sie haben ja die ganze Zeit davon gesprochen, dass wir heutzutage das System Kapitalismus nicht verstehen. Meinen Sie wirklich, dass es ein Verstehensproblem ist oder eher, dass das System schamlos ausgenutzt wird und verstanden wird, gerade weil Sie auch von Interessensgruppen gesprochen haben? Und die zweite Frage, die Wege aus dieser Krise, die Sie jetzt aufzeigen, hin wieder zu einer sozialen Marktwirtschaft, meinen Sie, dass das über unsere Instanzen, die parlamentarischen, die demokratischen, überhaupt möglich ist? Oder sind da mittlerweile die Interessen aus Großkapitalbanken, transnationalen Firmen einfach zu groß? Ja, vielen Dank für die Frage. Das ist in der Tat sehr wichtig. Ich will es nochmal betonen. Ich glaube schon, natürlich gibt es Interessen. Keine Frage. Natürlich gibt es auch starke Lobbygruppen und sowas. Das gibt es alles. Vollkommen unbestritten. Aber ich glaube, im Kern ist es doch ein Verstehensproblem. Und das wollte ich vorhin deutlich machen mit dem Beispiel, das ich gesagt habe. Ja, wir sind so mikroökonomisch groß geworden. Wir müssen das einfach lernen. Wenn sehr viel mehr Leute verstehen würden, wie das System funktioniert, dann könnten unsere Politiker nicht so dumm daherreden. Ne? Ja, sehen Sie, ich sage es nochmal als ein Beispiel aus der Physik, was mir immer sehr einleuchtet, was mir ein österreichischer Kollege erklärt hat, Physiker, der hat gesagt, guck mal, die Tatsache, dass wir bestimmte physikalische Beschränkungen haben, ist ja auch nicht in die Wiege gelegt worden. Ne?
Wenn Frau Merkel sich hinstellen würde und würde sagen, von nun an, um das Klimaproblem zu lösen, verbrennen wir das Öl einfach so vollständig, dass nichts übrig bleibt. Ja, würden übermorgen 10.000 Physiker auf der Welt aufstehen und sagen, sie reden Blödsinn, weil wir wissen, das ist falsch. Erhaltungsgesetz der Energie, es geht nichts verloren, es wird nur umgewandelt. Das ist ja auch keine Erkenntnis, die so absolut selbstverständlich ist. Die ist 130 Jahre alt. Warum können wir in der Physik so etwas lernen und der Ökonomie nicht? Und liegt das nur an Interessen? Das ist eigentlich die spannende Frage. Ne? Das liegt schon an Interessen. Da spielt die Interessen, diese Interessenmacht, sozusagen das mikroökonomische Denken der Unternehmer, die nicht über ihren Gartenzaun hinausschauen können, sind hoffentlich keine Unternehmer da, nein, bestimmt nicht, die nicht über ihren Gartenzaun hinausschauen können, das spielt eine unglaubliche Rolle im Verhindern einer offenen Diskussion von so etwas. Aber trotzdem, warum ist es nicht möglich, trotzdem in einer offenen Gesellschaft diese Frage so sehr zu diskutieren, bis niemand mehr es verhindern kann? Das ist mir noch nicht einleuchtend. Denn sie sind mächtig und sie haben die Medien und was weiß ich alles unter ihrer Kontrolle. Aber dennoch könnten wir das viel offener diskutieren, denke ich. Und müssten wir das hinkriegen, jedenfalls diese einfachen, simplen Zusammenhang irgendwo deutlich zu machen. Und deswegen kämpfe ich ja auch dafür. Ich glaube, dass es geht. Es wird auch gelingen am Ende, aber wie viele Jahre wir noch zu nur brauchen, ist eine offene Frage. Aber dass wir es nicht verstehen, das wollte ich vorhin deutlich machen, an dem Beispiel, dass wir Europa so gegen die Wand fahren. Ich glaube nicht, dass irgendein Politiker, weder Wolfgang Schäuble noch Frau Merkel, Europa bewusst gegen die Wand fährt. Und da sind auch keine Interessen dahinter. Europa wird kaputt gemacht im Moment. Ich will das jetzt nicht im Einzelnen darlegen, aber Europa wird kaputt gemacht auf eine ganz primitive Art und Weise. Das ist im Interesse von niemandem, auch nicht der Unternehmer und nichts. Da war kurzfristig mal Interesse der deutschen Exportindustrie dahinter. Das stimmt, die haben furchtbar viel Geld verdient. Aber jetzt gibt es kein Interesse mehr dafür. Jetzt müsste jeder vernünftige Mensch begreifen, dass es auch im Interesse der Unternehmer ist, wenn zum Beispiel der deutsche Staat mehr Schulden macht, mehr Geld ausgibt, mehr Investitionen tätigt und so weiter. Und dennoch sind wir blockiert. Die Vorurteile sind so stark, dass wir sie nicht so einfach überwinden können. Aber die Staatsschulden sind doch schon so hoch. Also das sind doch schon Billionen. Sehen Sie schon, ja, sind Sie in der Falle. Die sind ja... Ja, hallo. Deutschland ist ja auch, ja, nicht natürlich, reich, ganz schrecklich. Oder? Ja, sehen Sie, wie hoch sind die Staatsschulden? Wie hoch sind die deutschen Staatsschulden? Nun, so 70% von was? Ja, von was eigentlich? Sehen Sie, wenn Sie Ihre privaten Schulden anschauen, ich weiß nicht, Sie haben bestimmt keine Schulden, aber all diejenigen, die Schulden haben, womit vergleicht man seine Schulden, wenn man sich fragen will, ist das noch gesund oder ist das ungesund, was ich da habe an Schulden, absolutem Schuldenstand? Darüber reden wir ja. Ne? Sie vergleichen das mit Ihrem Vermögen, Natürlich, womit sonst? Ne? Schulden und Vermögen muss man miteinander vergleichen. Wenn Sie ein Haus kaufen, was 500.000 Euro kostet und Sie verschulden sich dafür, nun, was macht Ihr Vermögen? Ihr Nettovermögen ist ja vollkommen unverändert. Weil Sie haben ja ein Haus und Sie haben Schulden. Das Nettovermögen ändert sich dadurch überhaupt nicht. Außer Sie haben einen blöden Kauf getätigt. Das gibt es natürlich auf der Welt. Aber dass das Haus wirklich weniger wert ist, als Sie dachten. Aber sonst ist das kein Problem. Und genauso ist es beim Staat auch. Wir müssten eigentlich vergleichen, wie hoch ist die Staatsschuld im Vergleich zum staatlichen Vermögen. Oder der Staat kann ja noch auf unser aller Vermögen zurückgreifen über höhere Steuern im Verhältnis zum Gesellschaftsvermögen. Nun, wie hoch, frage ich jetzt mal, weiß das irgendjemand? Wie hoch ist der staatliche Gesamtschuldenstand, wo Sie sagen, der ist so hoch, der ist 70% von Bruttoinlandsprodukt. Das ist aber nicht der relevante Vergleich, sondern vom staatlichen Vermögen. Nun, das ist nach Berechnungen wieder nicht von mir, sondern von der Deutschen Bundesbank fast 1:1. Die staatlichen Schulden sind genauso hoch wie das staatliche Vermögen. Aber ohne, dass wir das gesellschaftliche Vermögen dazu rechnen, was ja unendlich viel riesiger ist und worauf der Staat zurückgreifen kann. Also es ist lächerlich wenig Schulden, hat der Staat. Jeder Häuslebauer, der sich verschuldet, um ein Haus zu kaufen, hat gemessen an seinem laufenden Einkommen, das ist nämlich unser Bruttoinlandsprodukt, BIP, Bruttoinlandsprodukt, ist unser laufendes Einkommen. Gemessen an seinem laufenden Einkommen hat jeder Mensch, der ein Haus kauft, 300-400% Schulden. Und der Staat hat 70. So what? Aber wir lassen unser Zeug einreden. Sehen Sie, das ist eben, weil wir schon diesen kleinen Schritt nicht hinkriegen.
Wie gesagt, Sie müssen immer denken, 250 Milliarden wollen wir neu sparen im nächsten Jahr. So, und jetzt müssen Sie überlegen, ja, wer soll jetzt diese neuen Ersparnisse in Form von Schulden übernehmen? Neue Schulden müssen wir machen. Wir brauchen 250 Milliarden neue Schulden. Und Frau Merkel stellt sich im Bundestag und sagt, wir wachsen ohne Schulden. Ja, weil sie die Schulden, die 250 Milliarden Schulden des Auslandes vergessen hat, gerade mal so. Ja, wie hoch ist der Schuldenberg? Ja, danke. Vielen Dank für den Hinweis. Ja, wie hoch ist der Schuldenberg der Welt? Nun, wer weiß es? Irgendjemand weiß bestimmt. Ja, bitte. Nein, der Schuldenberg der Welt ist genau null. Ja. Ja, die staatlichen Schulden sind irgendwie so hoch. Die staatlichen, aber denen steht ja was gegenüber. Ne? In der Welt steht immer den Schulden irgendwelche Ersparnisse gegenüber. Die Schulden der Welt sind null. Und selbst wenn Herr Gräber noch 5000 Bücher schreibt über die ersten 5000 Jahre von Schulden, das ist vollkommener Blödsinn. Die Schulden der Welt sind null. Weil die Welt, wer soll denn der Welt Geld geben? Ne? Die extraterrestrisch. Ja, es gibt's nicht. Nicht die Zentralbank, die machen mit den Schulden erstmal gar nichts zu tun. Genau. Gibt es noch eine Frage? Nehmen wir vielleicht den Herrn gerade da. Ich habe jetzt die Reihenfolge nicht im Kopf. Vielleicht schon mal kurz die Orientierung. Wer glaubt, dass er eine wirklich wichtige Frage hat? Weil wir können jetzt nicht alle machen. Dann mal gleich. Und da gibt es vielleicht noch zwei wichtige Fragen. Okay, allerwichtigste danke, zuerst. Ja. Sie haben in Ihrem Eingangsvortrag gesagt, die Weltwirtschaftskrise der 30er Jahre wurde durch den Weltkrieg beendet. Ja. Ist dann vielleicht Krieg die notwendige Konsequenz des Kapitalismus? Naja, so ganz so brutal will ich es nicht sagen. Aber was ich sagen wollte, ist, dass wir es intellektuell nicht geschafft haben, diese Krise zu bewältigen. Und das sollte uns zu denken geben. Wir haben es nicht geschafft, intellektuell diese Krise zu bewältigen. Wie gesagt, wenn es den Herrn Roosevelt nicht gegeben hat, hätten wir es auch politisch wahrscheinlich nicht geschafft, sie zu bewältigen. Und das zeigt, wie schlimm dieses einzelwirtschaftliche Denken ist. Ich habe das heute Abend noch nicht gesagt, die schwäbische Hausfrau ist, ne? Ja, es ist das schwäbische Hausfrau-Denken, was uns hindert daran, die Welt zu verstehen. Weil die schwäbische Hausfrau ist genau die falsche Sichtweise. Die 100% falsche Sichtweise. Und dann können Sie mal durch die Berliner Politiker gehen, dann sehen Sie, wer schwäbische Hausfrau ist und wer nicht. Der oberste schwäbische Hausfrau kennen wir alle. Ne? Das heißt Wolfgang. Ja, und das ist ein Problem. Das ist ein ganz großes Problem. Weil wenn wir das nicht durchdringen, wir müssen es auch der Bevölkerung erklären. Ne? Wann hat sich mal ich frage Sie ganz ernsthaft, wann hat sich mal ein deutscher Politiker hingestellt und solche Zusammenhänge erklärt, solche einfachen Dinge, Zusammenhänge erklärt? Ja, schon 40 Jahre nicht mehr. Es gab mal einen solchen Politiker, der hieß Karl Schiller. Der hat das noch geschafft, weil der das wusste, weil der das konnte. Seit der Zeit haben wir keinen Wirtschaftspolitiker mehr, der in der Lage ist, auch nur die einfachsten Zusammenhänge dem Volk zu erklären. Und dann, woher wollen Sie das wissen? Wenn Sie Talkshows gucken, dann können Sie 28 Talkshows die Woche gucken und nichts werden Sie davon verstehen. Danke. Ich gehe mal ein bisschen weiter über den Vortrag hinaus. Ich habe nämlich eine Frage. Finden Sie, dass der Keynesianismus ein Modell für die Zukunft wäre als Kapitalismus? Nur ganz kurz, darauf baut meine Frage nämlich auf. Ja. Okay, gute Antwort. Wenn ich mir die Verwerfung so anschaue, die der Kapitalismus, denke ich mal, mit verursacht hat, nämlich das Nord-Süd-Gefälle auf der Welt, die Versklavung durch Schulden, das leistungslose Einkommen durch Zinserträge, wofür ich mit oder hauptsächlich das verzinste Geldsystem verantwortlich mache. Gibt es gerade nicht mehr, ne? Die Zinsen sind gerade null geworden. Ja, schon, aber ich meine, die Kredite für die Staaten in Afrika und sowas haben immer noch Zinsen und die für Griechenland auch. Und auch die Menschen mit Einkommen beziehen immer noch Zinsen auf ihr, also die Menschen mit Guthaben beziehen immer noch Zinsen auf ihr Einkommen. Okay. Glauben Sie, dass ein erneuter Keynesianismus daran wirklich etwas ändern würde? Ich meine, natürlich würde er zur Verbesserung der Strukturen beitragen und dass die Verwerfungen nicht mehr so stark wären, aber würde er wirklich etwas ändern oder etwas daran abschaffen? Ja, wie gesagt, ich scheue mich wieder, solche Worte jetzt zu nehmen. Ich habe das zwar selbst eingeführt, war vielleicht ein Fehler, Keynesianismus zu sagen oder so. Es ist ein gesteuertes System, sagen wir.
Und ich glaube, dass es in der Tat ein gesteuertes System mit einem Kern von Marktwirtschaft sein sollte. Darin, das glaube ich schon, weil alles andere ist noch viel schrecklicher gescheitert. Also der Versuch, des Markt ganz auszuschalten, der ist nun total in die Hose gegangen. Ich habe die letzten Jahre der DDR und anderer Staaten im Osten miterlebt, sehr hautnah in Berlin und auch sehr hautnah verfolgt, was da passiert ist. Und ich kann es mir nicht vorstellen, wenn jemand noch eine geniale Idee hat, wie man das ganz anders macht, dann okay. Ich glaube, man braucht schon die Möglichkeit oder das Wichtigste ist einfach die Innovationsfähigkeit des Marktes. Die Innovationskraft, die Möglichkeit, dass Menschen ihre Ideen wirklich systematisch und schnell und effizient einbringen, das ist schon ungeheuer wichtig. Aber deswegen genau, weil das so wichtig ist, weil es so dynamisch und weil es so gefährlich sein kann. Deswegen muss man das System genau verstehen und deswegen muss man es ganz knallhart steuern, Tag für Tag. Man darf es einfach nicht laufen lassen, ne? Und diese Erkenntnis muss zurück, dass wir dieses System zwar haben, aber dass es ein gefährliches System ist, was in jede Richtung explodieren oder implodieren kann. Und deswegen es eine Instanz geben muss, die wirklich haarscharf Tag für Tag dieses System steuert und sich davon von irgendwelchen Ideologen nicht beeinflussen lässt. Das, glaube ich, ist in der Tat die einzige Zukunft, die wir haben. Denn wenn wir mal die ökologische Frage dazu nehmen, ich glaube, auch in der ökologischen Frage brauchen wir Dynamik und Innovationen, die man von Marktkräften kriegen kann. Das kriegt man auch da. Aber man braucht wieder eine übergeordnete Instanz, die dafür sorgt, dass die Preise gesteuert werden, dass die Preise für Öl nicht fallen, wie sie gerade fallen. Das ist für mich der eklatanteste Fall. In Paris sitzen die alle zusammen, jetzt zur Klimakonferenz. Aber ich habe bisher noch nicht einen einzigen gehört, der gesagt hat, jetzt als Erste, was wir machen, diesen blödsinnigen Ölpreisfall zu beenden. Und wir besteuern jetzt Öl so hoch, dass das Öl wieder 1,50 kostet. Niemand sagt das, niemand. Was hilft das oder was würde das helfen? Das hilft ungeheuer. Das ist das Einzige, was hilft. Also warum? Ja. Wenn wir die fossile Energie jetzt auf einem bestimmten Preispfad steigen lassen, dass sie stärker, dass der Preis stärker steigt als unser Einkommen, das ist entscheidend. Stärker steigt unser Einkommen, dann führt das ganz zu ganz vielen Innovationen, die dazu führen, dass wir fossile Energie einsparen. Sonst nicht. Wissen Sie, wie der reale Preis von Öl ist? Wenn man den Preis von Öl nimmt, so nominal wie er ist, pro Fass war ja vor kurzem noch über 100 Dollar pro Fass, jetzt ist er 50 Dollar pro Fass. In den 70er Jahren, wie hoch war der reale nominale Ölpreis? Erstmal der normale Ölpreis, ja, der war so 10 Dollar. So, wenn ich jetzt die Inflation da rausrechne von den 70er Jahren an bis heute, wie hoch ist dann heute dieser reale Ölpreis? Preisfrage. Gibt man eine Ahnung? Pro Fass? 20. 8 Dollar. Okay. 8 Dollar. Das heißt, gemessen an unserem Einkommen, an dem, was unserer Kaufkraft, hat sich der Ölpreis überhaupt nicht erhöht seit den 70er Jahren. Und wir glauben, irgendwo würde fossile Energie eingespart. Ja, warum denn? Gibt überhaupt keinen Grund dafür. Also das halte ich für ganz zentral. Aber das ist wieder eine Frage, die in Paris nicht diskutiert werden darf, weil dazu müsste man ja wirklich global kooperieren, dazu müssten die Staaten kooperieren und sie müssten noch die Ölproduzenten, die Saudis und die anderen dazunehmen und denen sagen, lasst gefällig euer blödes Zeug in der Erde, damit der Preis steigt. Ne? Aber glauben wir doch nicht, dass es irgendjemand will. Na, man diskutiert es nicht mal. Eine Frage haben wir noch. Ja, als Lösung wurde ja so ein bisschen genannt, eine staatlich regulierte Mitbestimmung sozusagen, der Partizipation der Arbeitnehmer. Da frage ich mich, auf welcher Ebene ist das gemeint? Also sprechen wir da von Mindestlohn oder geht es auch um eine unternehmerische Mitbestimmung? Und daran anschließend, ist es überhaupt auf nationalstaatlicher Ebene, also jetzt bezogen auf Deutschland, zu leisten, gerade wenn Sie sagen, dass in den 50er, 60er Jahren das quasi ein globales System ist, das da eine große Rolle gespielt hat? Ja, sehr gute Frage. Ich glaube, zunächst mal müssen wir das jetzt nicht in jedem einzelnen Betrieb machen. Das ist überhaupt nicht notwendig. Man braucht eine einfache Formel, die da heißt, alle Löhne, alle Renten, alle Einkommensbezieher beziehen jedes Jahr einen Zuwachs ihrer Einkommen in Höhe der von allen erwirtschafteten Produktivität plus dem, was man Zielinflationsrate nennt. Zielinflationsrate in Europa ist 2%. Es ist jetzt in Deutschland dann so 3,5%, 4% vielleicht. So, das ist die globale Regel, die für alle gilt. Wie das dann im Einzelnen ausgehandelt wird, können wir den Gewerkschaften und den Unternehmern überlassen, aber diese Regel muss gelten.
Und jetzt stellt sich die Frage, gilt diese Regel auch im Rest der Welt? Und die Antwort ist natürlich nein. Diese entscheidende Regel gilt übrigens in fast keinem Land der Welt. Ne? Ganz wenige Länder. Wissen Sie, welchem Land das am besten gegolten hat in den letzten 20 Jahren? Darf man auch noch mal raten. Tja, in China. In China. Ne? Auch erstaunlich, ne? Da hat es am besten gegolten und in Asien generell. Die erfolgreichen Volkswirtschaften dieser Welt, diejenigen, die wirklich aufgeholt haben, die also die Entwicklungsländer waren und heute weit vorangekommen sind, sind alles Volkswirtschaften, wo diese Partizipation absolut selbstverständlich war. Absolut selbstverständlich. Und das liegen fast alle in Asien. In Afrika nichts. In Lateinamerika nichts dergleichen. Und deswegen hängen die immer so furchtbar am Tropf der Weltwirtschaft, weil die haben nur mal eine Chance, sich ein bisschen besser zu entwickeln. Und ich kenne viele Länder da sehr gut, sehr gut. Ich kenne auch sogar die Politiker, die da agieren. Die haben nur dann eine Chance, sich wirklich weiterzuentwickeln, wenn es mal in der Weltwirtschaft gut läuft. Aber sie haben es nicht begriffen, dass sie selbst die eigentliche Maschine, die Erfolg und Stabilität und Fortschritt bringen kann, sind die Einkommen ihrer eigenen Menschen. Nur das darf ja nicht wahr sein. Das ist ja wieder ein schreckliches Dogma, an das man nicht glauben darf. Ne? Insofern muss man Richtlinien geben. Ne? Man muss solche Richtlinien geben. Es muss vollkommen klar sein, dass wenn diese Richtlinie nicht eingehalten wird, der Staat eingreift. Aber wenn man das dann tut, dann geht es schon von alleine, da bin ich fest von überzeugt. Ja, ich würde gerne nochmal den Fokus auf eine aktuelle Frage richten. Eine Entwicklung, die uns momentan besonders in Deutschland, aber insgesamt in Europa und letztlich weltweit beschäftigt, nämlich die globale Flüchtlingskrise, zu der Sie sich ja auch geäußert haben. Ich habe ein bisschen Ihren Blog durchforstet und habe festgestellt, dass Sie dazu auch Stellung genommen haben. Nun wissen wir, dass die großen Migrationsbewegungen, die Bewegungen von Flucht und Vertreibung momentan natürlich sehr stark durch Krieg und Gewalt und Bürgerkriege ausgelöst sind, aber es gibt auch ökologische Ursachen und ökonomische Ursachen für globale Migration, dafür, dass Menschen ihre Herkunftsländer verlassen, weil sie dort keine Perspektive mehr sehen, weil sie vielleicht auch mit gewaltigen ökologischen Problemen konfrontiert sind, weil sie keinen Anteil am Gesundheitssystem oder an Bildung haben. Und Sie haben es eben schon angedeutet, die momentane Form der Weltwirtschaft ist Ihrer Meinung nach eben auch für ökologische Krisen mitverantwortlich. Könnten Sie das noch so ein bisschen präzisieren, wo Sie Schnittstellen oder Zusammenhänge sehen, wo Fehlsteuerungen der Weltwirtschaft dann eben auch globale soziale Probleme wie zum Beispiel eben Flucht und Migration verursachen? Ja, ich will vielleicht mal mit den ökologischen Fragen anfangen, die aber eher noch in der Zukunft liegen. Aber wenn tatsächlich die globale Erwärmung so weit voranschreitet, wie es jetzt von den meisten Wissenschaftlern jedenfalls gesehen wird, dann werden wir in der Tat große Regionen, zum Beispiel in Afrika, bekommen, die unbewohnbar werden. Da können die Leute sich systematisch nicht mehr ernähren. Entsteht Wüste und was machen diese Leute? Und da müssen wir einfach zur Kenntnis nehmen, dass diese Leute ein paar Jahre lang oder vielleicht eine Generation lang leiden, aber irgendwann haben Sie heutzutage, vor allem in dieser Welt, wo wir alle so wunderbar vernetzt sind, haben Sie genügend Informationen, um zu sagen, warum muss ich jetzt auch noch die nächste Generation opfern in diesem Land, wo sich nichts bewegt und wo es immer schlimmer wird, ökologisch oder ökonomisch. Und wenn Sie ökonomisch, ich habe es vorhin schon angedeutet, Afrika betrachten, dann ist es wirklich eine schlichte Katastrophe aus vielen Gründen, die ich jetzt im Einzelnen beschreiben könnte, aber nicht will. Aber ich nehme nur mal ein Beispiel, nehmen wir Nordafrika. In Nordafrika gab es eine Revolution, ne? Der arabische Frühling. Was war der arabische Frühling? Nun, das war der Versuch der Menschen, in einigen nordafrikanischen Ländern zu partizipieren. Genau unser Thema. Die haben alle Wachstumsraten gehabt, toll. Da kamen Politiker nach Genf zur UNO, wo wir mit denen diskutiert haben. Die haben gesagt, oh, wir haben wunderbar, wir haben jetzt schon im 6., 7. Jahr 5-6% Wachstum. Ich habe dann immer gefragt, so, und was ist mit euren Leuten? 5-6% Wachstum bedeuten, dass ihr 4-5% Produktivitätszuwachs habt. Wer hat den denn gekriegt bei euch? Sind die Löhne gestiegen? Ist die Kaufkraft der Menschen? Ist der Wohlstand der Menschen gestiegen? Nix. Ja, und irgendwann gehen die Leute auf Barrikaden.
Und es war wirklich wirtschaftlicher Notstand, der in Tunis angefangen hat und Tunesien angefangen hat, der dazu geführt hat, dass dieser arabische Frühling sich ausgebreitet hat. Aber dann kamen ein paar gute Ideen, dann kamen wirklich Menschen auch zu uns in Genf und aus Ägypten zum Beispiel, kamen Minister und haben gesagt, wir wollen neue Wirtschaftsmodelle erproben, wir wollen etwas anders machen, wir wollen vor allem die Partizipation unserer Menschen. Und haben wir gesagt, jawohl, helfen wir euch. Aber dann hat Ägypten 4 Milliarden gebraucht, um eine Zahlungslücke zu schließen. Ja, wo kriegt man 4 Milliarden her in dieser Welt? Ja, in Washington, vom Internationalen Währungsfonds. Und was war das Erste, was der Internationale Währungsfonds den Ägyptern gesagt hat? Die Leute da bei UNCTAD, denen vergesst die mal. Wir sagen euch jetzt, wie es weitergeht, geht nämlich genauso weiter, wie es vorher war. Schöne neoliberale Marktwirtschaft, sonst läuft nichts. Ja, und da war der ganze ägyptische Elan plötzlich verschwunden. Und selbst die Muslimbrüder haben neoliberale Wirtschaftspolitik gemacht. Das ist das, was da passiert. Und da sind wir ganz entscheidend dran schuld. Das sollten wir jetzt nicht sagen, das sind die bösen Amerikaner oder sowas. Die Europäer sitzen im Internationalen Währungsfonds genauso und sind genauso stark wie die Amerikaner. Und wenn die Europäer aufstehen würden und sagen, so geht's nicht, würden die Amerikaner es auch nicht so einfach laufen lassen. So, wer hat das hier mitgekriegt? Wer hat sich dafür darum gekümmert in Deutschland und Europa? Niemand. Wer hat sich um all die Folgen dann der Bombardements gekümmert? Niemand. Ja, jetzt, wo die Leute hier bei uns vor der Tür stehen, weil sie dort es nicht mehr aushalten, weil sie hungern oder weil sie keine Perspektive für ihre Kinder mehr haben. Ja, da, jetzt sind wir auf einmal, oh, jetzt müssen wir uns darum kümmern. Ja, jetzt auf einmal. Jetzt ist es schon 10 Jahre zu spät ungefähr. Und das ist die Folge unserer Politik. Die Art und Weise, wie wir Politik machen, ist grundfalsch. Wir schlafen immer genauso lange, bis die Krise da ist, bis es irgendwo kracht. Und dann wachen wir auf und dann hauen wir um uns. Jetzt werden Bomben geworfen, wieder wunderbare Bomben. Überall werfen wir Bomben. Und was ist die Folge? Jede Bombe, die einen Terroristen tötet, 10 neue entstehen. Und dann erzählen wir den Leuten, Terrorismus kann man beenden. Man muss sie nur alle, wenn man sie alle ausgerottet hat, ist der Terrorismus am Ende. Welch ein Unsinn, welch ein grandioser Unsinn. Ja. Sie vertreten ja grundsätzlich die Auffassung, dass eben die Selbststeuerungskräfte der Wirtschaft nicht sich selbst überlassen werden sollen, sondern dass an bestimmten Punkten ein gezieltes Eingreifen, ein Gegensteuern erforderlich ist. Was würden Sie denn sagen, jetzt auch nochmal bezogen auf diese globalen Krisenerscheinungen, auf die Situation von Ländern, die von ökologischen Krisen gekennzeichnet sind, wo es Armutsprobleme gibt, Probleme, die eben dann Menschen nach Europa drängen lassen. Was müsste denn gegengesteuert werden im Sinne eines Keynesianismus oder anderer wirtschaftlicher Theorien, um in diesen Ländern wieder lebenswerte Bedingungen herzustellen? Sehen Sie, das ist ganz einfach. Wir können genau dann gegensteuern, wenn wir es selbst bei uns praktizieren. Wenn wir bei uns begreifen, was falsch läuft, wenn wir bei uns eine solche partizipative Wirtschaft einführen würden, dann können wir auch überzeugen, nach Afrika zu gehen und sagen, guck hier, das ist ein Erfolgsmodell. Ich habe jahrzehntelang, jahrelang gepredigt, überall auf der Welt, dass man diese Partizipation braucht. Und was haben mir die meisten Leute gesagt? Ja, was macht ihr denn in Deutschland? Ihr baut sie doch gerade ab. Es ist doch bei euch anscheinend gerade gescheitert. Ne? Ja, da kann man nicht überzeugend sein. Ne? Genauso bin ich nach Lateinamerika gereist und habe ihnen gesagt, ihr müsst im monetären Bereich, im Währungsbereich zusammenarbeiten, weil ihr sonst immer ein Opfer der internationalen Spekulation mit Währung seid. Ja, sagen sie mir, was macht ihr denn in Europa? Habt ihr doch gemacht, aber es scheitert ja gerade. Ja, wenn wir es selbst nicht begreifen, was falsch läuft, dann geht es nicht. Was wir brauchen, ist in der Tat, wir brauchen so etwas wie ein neues Bretton-Woods oder wie immer man das System nennt. Wir brauchen viel mehr internationale Kooperation. Und wir brauchen unendlich viel mehr sich kümmern der reichen Nationen um die armen Nationen. Und nicht nur Konfrontationen mit den armen Nationen, weil die womöglich Konkurrenten sind irgendwo im Handel, was sowieso vollkommen lächerlich ist meistens. Nein, wir brauchen Kooperation. Als ich nach Genf kam, war ich total erschrocken, dass der Norden oder Westen, wie immer man es nennen will, immer in alle Verhandlungen mit Entwicklungsländern mit einem Freund-Feind-Bild geht. Das sind die Feinde und wir müssen denen irgendwas abhandeln oder so. Ein vollkommen irrsinniges Bild.
Wir müssen mit denen kooperieren und wir müssen ihnen auch beibringen und sie müssen auch verstehen, was ein funktionierendes Wirtschaftssystem ist. Aber wenn wir es selbst nicht verstehen, wie sollen wir es den anderen erklären? Das ist unmöglich. Und deswegen brauchen wir brauchen in der Tat globale Lösungen. Wir können nicht eine globalisierte Wirtschaft schaffen und haben überhaupt keinen Zugriff, auch nur im Sinne eines globalisierten Staates oder globalisierter Kooperation der Staaten. Das kann niemals funktionieren. Und deswegen rasen wir von einer Krise in die nächste und wissen keinen Ausweg aus irgendeiner. Vielleicht nochmal eine eher kritische Frage, Stichwort Postdemokratie. Also haben Sie Angst, dass unsere demokratischen Strukturen marodiert werden, abgeschafft werden, oder sagen Sie, da ist nicht die Gefahr für da? Doch, ich habe große Sorge davor, weil ich ja eben sehe, dass die demokratischen Strukturen nicht so sind, dass sie unsere Probleme lösen können. Und was passiert, wenn demokratische Strukturen die Probleme nicht lösen können, und dann kommen undemokratische Strukturen, es gibt ja nichts Drittes. Und das ist das, was wir schon sozusagen, die Zeichen an der Wand können wir ja schon sehen. Wir brauchen ja nur durch Europa schauen, dann sehen wir schon ganz viele Staaten, wo rechte Parteien hochkommen, die nichts anderes im Sinn haben, die gar kein Programm haben, sondern nur im Sinn haben, Nationalismus umzusetzen. Und wenn solche Parteien an die Macht kommen, dann werden sie auch die Demokratie abschaffen, weil sie ja nicht sich um irgendetwas auseinandersetzen wollen, sondern sie wollen ja ihr Weltbild umsetzen und da gehen sie über jedes andere System hinweg. Das zeigt doch die Geschichte sehr deutlich. Faschistische Systeme neigen nicht dazu, sich wieder ablösen zu lassen von demokratischen Strukturen, sondern sie neigen dazu, unendlich zu sein. Ne? Aber hat das Aufkommen von diesen Systemen auch was mit der aktuellen Wirtschaftspolitik zu tun? Natürlich hat es damit zu tun. Wenn wir die Probleme nicht lösen, kommt genau das passiert. Wenn Europa unfähig ist, jetzt seine Probleme zu lösen, wenn wir unfähig sind, die Globalisierungsprobleme zu lösen, ja, was ist denn die Antwort, die scheinbare Antwort? Ja, Nationalismus. Alle ziehen sich in ihre Schneckenhäuser zurück und dann ist es gut. Was auch nicht stimmt, was überhaupt nicht stimmt. Aber wenn Europa scheitert und die globale Wirtschaft scheitert, dann ist das die natürliche Antwort sozusagen. Ich lebe seit 15 Jahren in Frankreich. Ich kann sagen, in Frankreich wird nächste Woche bei der Kommunalwahl wahrscheinlich der Front National stärkste Partei werden. Nicht, weil sie ein überzeugendes Programm hätten, sondern weil sie sagen, wir sind vollkommen anders. Ne? Ich war vorletzte Woche in Italien. Ich kann sagen, da braut sich etwas Schreckliches zusammen in Italien. Italien finden sich ganz rechte und ganz linke Parteien zusammen und sagen, wir haben nur ein gemeinsames Ziel. Wir formen, das ist wirklich die Worte, die sie benutzen, sie sagen, wir formen eine Kriegskoalition sozusagen, um aus dem Euro auszusteigen. Wenn wir ausgestiegen sind aus dem Euro und aus Europa, dann geht jeder wieder seine Wege. Aber erstmal machen wir eine Kriegskoalition von ganz links mit ganz rechts, um aus dem Euro auszusteigen. Nur das Problem ist, wenn wir aus dem Euro aussteigen, das mag ja für viele Länder sogar gerechtfertigt sein, weil Deutschland unter deutscher Führung ist unmöglich ist, die Probleme zu lösen. Das Problem ist, sehen Sie, wenn das Pendel mal wegschwingt von Europa, es bleibt nicht in der Mitte stehen. Ne? Pendel bleiben nicht in der Mitte stehen, sondern sie schwingt dann ganz weit nach rechts. Und ob es dann nochmal die Chance kriegt, zurückzuschwingen, das ist die offene Frage. Und damit müssen wir sehr ernsthaft umgehen. Wir müssen da sehr ernsthaft mit umgehen, weil nichts ist wichtiger für die Zukunft unserer Kinder als diese Frage, wie Europa mit dieser Krise umgeht oder diese Krise bewältigt oder nicht. Ich würde gerne noch an das Stichwort Postdemokratie anknüpfen. Colin Crouch, dem wir ja diesen Begriff verdanken, der britische Soziologe und Politikwissenschaftler, hat kürzlich eine Publikation vorgelegt, in der er die These aufstellt, dass die neoliberale Wirtschaftsordnung auch das Wissen zerstört. Das ist eine These, die jetzt, denke ich mal, gerade an diesem Ort hier an der Universität durchaus von Belang ist. Seine These ist, wenn die Vermittlung oder die Vermittlung von Wissen und die Wege der Forschung letztlich dem ökonomischen Paradigma und dem Paradigma der Nützlichkeit unterworfen werden, dann ist eigentlich sowas wie objektiver Erkenntnisgewinn gar nicht mehr möglich. Wie würden Sie sich da positionieren? Würden Sie das auch so pessimistisch sehen? Ja, wir sind sicher noch nicht da. Und andererseits muss man auch sehen, gibt es durch die Möglichkeiten jetzt des Internets ja auch Chancen, sich anders als bisher zu informieren, sich breiter zu informieren, sich auch globaler zu informieren. Das kann man ja alles tun. Man muss es nur wollen, man muss die Bereitschaft dazu da sein, das auch zu tun und die Anstrengung auf sich zu nehmen. Aber es gibt da auch schon Chancen. Ich will jetzt nicht so pessimistisch sein, dass ich sage, das kann nicht laufen. Aber wenn ich zum Beispiel unsere Medien anschaue, dann ist das schon eine ziemliche Katastrophe.
Es klingt immer blöd, wenn ein alter Mann wie ich sagt, früher war das besser, aber es war, die Medienlandschaft war vor 30 Jahren, 40 Jahren in Deutschland besser. Bin ich fest von überzeugt. Sie war offener, sie war kritischer, es gab sehr viel mehr Auseinandersetzung, es gab sehr viel mehr Kritik an der Politik als solcher, die es heute alles nicht mehr gibt. Heute wird alles von den deutschen Leitmedien, den sogenannten Leitmedien, wird alles geschluckt, es wird alles verteidigt. Die Bundesregierung wird systematisch gegen ihre Fehler in Europa verteidigt. Und wir haben eine Gleichschaltung der Medien, die ich für 30 Jahre nicht für möglich gehalten hätte. Ehrlich. Die ich nicht für möglich gehalten hätte. Und das ist ein schlimmes Zeichen. Und auch an den Universitäten, wenn man sich die Ökonomen anschaut, da haben wir auch eine Vereinheitlichung hin zum Mainstream, zum Standardökonomen, die absolut schrecklich ist. Da müsste auch da, bin ich der Meinung, gegen die sogenannte Freiheit der Wissenschaft müsste der Staat eingreifen und dafür sorgen, dass volkswirtschaftliche Fakultäten heterogen besetzt sind und nicht nur mit Neoklassikern oder neoliberalen Positionen besetzt sind. Aber Sie finden heute Fakultäten in Deutschland, wo 15 Professoren der Volkswirtschaft alle gleiche Richtung vertreten. Und das ist ein Skandal ohnegleichen. Sie bringen mich da gleich zu einer Anschlussfrage, vielleicht auch mit Blick darauf, dass wir allmählich in die Schlusskurve unseres Abends einbiegen. Jetzt haben wir so eine gewisse Bestandsaufnahme, die für mich durchaus düster wirkt. Sie sind eingestiegen mit der These, wir verstehen das System nicht. Das ist ja schon mal ziemlich schlecht, wenn wir in einem System leben, das wir nicht verstehen. Die Wissenschaft, insbesondere die Ökonomie, ist gerade auch nicht in der Lage, dieses Verständnis zu erhellen. Die Politik scheint nicht willens dazu und gleichzeitig sind wir auch von vielen Krisen bedroht oder von Entwicklungen, die erst auf uns zukommen, Stichwort ökologische Krise oder soziale Krisenerscheinungen. Was gibt's denn da für Gegenkräfte? Wir wollen ja unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, unsere Teilnehmenden auch mit einer kleinen Portion Mut in den Abend entlassen oder vielleicht auch mit einer Aufforderung zum Engagement. Wenn ich das jetzt richtig sehe, was Sie heute Abend entfaltet haben, dann können die Gegenkräfte nicht ausschließlich aus wirtschaftlichen Prozessen alleine kommen, sondern Nein. Sie müssen irgendwie aus zivilgesellschaftlichem, aus bürgerschaftlichem Engagement kommen. Wo würden Sie da die Ansatzpunkte sehen? Ja, zunächst mal, manchmal ist es ganz gut, wenn man verzweifelt ist, oder? Gibt vielleicht mehr Ansporn, etwas zu tun, als wenn man wieder glücklich rausgeht und sagt, ja, es wird schon wieder werden irgendwie. Deswegen bin ich da ein bisschen vorsichtig, aber ich kann auch gerne was Positives sagen. Ich habe es ja vorhin schon angedeutet. Nein, ich glaube, es gibt auch positive Prozesse. Ein Positivum ist, dass heute Abend hier so viele Leute sind. Ich habe jetzt eine Reihe von Vorträgen quer durch Deutschland gehalten und alle Säle sind voll. Und gerade sehr viele junge Leute kommen. Gerade an Universitäten gibt es ein unglaubliches Interesse daran, etwas anderes zu hören. Jenseits des Mainstreams etwas zu hören und darüber nachzudenken. Und das ist das, was wir tun müssen. Wir müssen die Menschen auffordern, darüber nachzudenken. Es geht nicht ohne Nachdenken. Man muss sich auseinandersetzen mit diesen Fragen. Ich sage immer den jungen Leuten, wenn ihr die Ökonomie, ne, ihr könnt die Ökonomik oder die Volkswirtschaftslehre, ihr könnt die natürlich den Ökonomen überlassen. Klar, euer Problem, ne? Ja, man kann es den Ökonomen überlassen. Ich halte es aber für grundfalsch. Wenn ich heute 20 wäre, würde ich, egal was ich studieren würde, sage ich übrigens auch meinen Söhnen, man darf trotzdem die Wirtschaft nicht den Ökonomen überlassen. Man muss darüber nachdenken und man kann darüber nachdenken. Es ist nicht so kompliziert, dass man nicht sich ein Urteil bilden kann, ein fundiertes Urteil darüber bilden kann, über so einfache Zusammenhänge, wie ich sie vorhin angedeutet habe. Das kann man und das muss man tun, damit man verhindert, dass man von Dogmatikern und Ideologen in die falsche Richtung geritten wird, und zwar für die nächsten 100 Jahre. Und damit diese Gesellschaft am Ende, die offene Gesellschaft, die Demokratie vielleicht sogar zerstört wird. Also es gibt Möglichkeiten, man muss sich aber ernsthaft damit auseinandersetzen und dann bin ich auch der Meinung, es gibt Möglichkeiten, sich zu engagieren. Man muss sich auch in politischen Parteien engagieren. Man sollte da nicht von vornherein frustriert sein, auch wenn da ein paar Altvorderer sitzen, die immer den gleichen Blödsinn erzählen. Die werden auch irgendwann weggehen und dann muss man etwas verändern. Man kann sich in der Zivilgesellschaft organisieren und man kann heute, wie gesagt, auch die Möglichkeiten des Internets sind ungeheuerlich. Ne? Man kann wirklich viel darüber erreichen.
Ich erreiche durch meine kleine Plattform jeden Tag ein paar tausend Leute und es werden immer mehr. Und auf diese Weise kann man etwas machen. Und das muss man versuchen, das muss man vorantreiben. Das sind Möglichkeiten, die es vor 20 Jahren eben auch noch nicht gegeben hat. Heute sind die Medien sind ja furchtbar erschrocken über die Blogger und über die Internetangebote, die es gibt. Ja, warum sind sie so erschrocken? Weil die erst zeigen, wie schwach die Medien geworden sind. Ne? Und wenn man diese Möglichkeit nutzt, kann man sicher eine ganze Masse erreichen. Ne? Aber Engagement ist absolut zentral. Wir leben wirklich, insofern war dieser Gesamttitel der Veranstaltung über den Kapitalismus, das war sehr gut, weil wir leben in einer extrem kritischen Phase dieses Systems, wie immer man es nennt. Und es kann gut ausgehen, es kann aber auch ganz böse ausgehen. Und wir müssen uns darüber im Klaren sein, es gibt keine Automatik, dass es einfach so locker und so einfach weitergeht, wie es bisher war. Auch mit der Flüchtlingsfrage müssen wir ganz anders umgehen, haben wir jetzt heute Abend wenig diskutiert, hier bei uns, als wir das bisher diskutieren. Ne? Und nur wenn wir das begreifen, haben wir eine Chance, diese Probleme zu lösen. Ja, Herr Flassbeck, dann bedanke ich mich jetzt schon ganz kurz mal zum ersten Mal für Ihre Ausführungen. Wir haben uns eine kleine Tradition gesetzt, unsere Gäste immer am Schluss die Gretchenfrage zu fragen. Die ist bei uns in der Regel eine Frage über die Wirklichkeit. Wir haben sie jetzt für Sie ein bisschen umformuliert. Und zwar die Frage ist, wenn Sie sich jetzt frei ein politisches, gesellschaftliches System ausdenken könnten, das wir dann tatsächlich leben würden, was wäre das? Ja, ich glaube schon, dass es Demokratie wäre. Nicht Demokratie, es gibt ja den berühmten Spruch, das beste aller schlechten Systeme. Das stimmt wahrscheinlich auch. Es ist natürlich kein perfektes System. Wir können uns auch den, wie die Ökonomen das so oft tun, den idealen Diktator vorstellen, der alles natürlich viel besser macht. Ich glaube, das geht nicht, sondern wir brauchen schon Demokratie, aber wir brauchen Demokratie mit einem kompetenten Staat, will ich mal so sagen, mit einem absolut kompetenten Staat. Mit einem Staat, der selbstbewusst ist, der sich auch die besten Leute holt, der auch vernünftige Gehälter zahlt, gehört übrigens auch dazu, ne? Und sich die besten Leute holt, um diese Aufgabe wahrzunehmen, nämlich dieses System und diese Wirtschaft vor allem Tag für Tag, Stunde für Stunde zu steuern, weil es sonst nicht funktionieren kann. Und dann müssen wir ein paar große Linien einziehen. Die wichtigste, habe ich heute Abend zur Genüge diskutiert, ist die Partizipation. Partizipation muss das absolute wichtigste Ziel jeder Gesellschaftsordnung sein. Und dann müssen wir darauf setzen und dann müssen wir daran arbeiten. Das ist das nächste Ziel, wenn wir die Partizipation erreicht haben, dann müssen wir noch für internationale Koordination sorgen, was extrem schwer ist. Wenn man 12 Jahre wie ich bei der UNO gearbeitet hat, weiß man, das ist extrem schwer. Es ist extrem schwer, aber trotzdem muss man das versuchen. Auch dafür braucht man aber extrem kompetente Leute beim Staat. Und dann muss man versuchen, auch diese globalen Probleme, die ja noch viel größer sind, zu lösen. Aber das geht nur durch Kooperation. Das geht durch Verständnis des Systems, durch Kooperation und vor allem, und das ist vielleicht das Allerwichtigste, dass Politiker in der Lage sind, den Menschen zu erklären, was da geschieht, warum es geschieht und warum sie so handeln, wie sie handeln, was wir heute überhaupt nicht mehr kennen. Ja, super. Dann in diesem Sinn nochmal ganz herzlichen Dank für den Vortrag heute.